Okay, die sind noch in der Tiefgarage. Dann sind wir schon wieder aus dem Schiff abfallen. Info, zwei Leute sind unten. Ja, bin ich. Warte. Max, ich war hinter dir, Alter. Wir sind drin. Kannst du dir hin. Ich komm von vorne. Auflegen, sofort. Auflegen! Umdrehen! Das sind die Differenz verteilen oder was? Ich alle auf dem Haupt? Handy weg. Ja, damit. Funk so. Her. Pack den ein. Dann die und die auch. Die Waffen her und Munition. Die Fahrer bitte im Fahrzeug bleiben. So. Du komm mit mich mit. Okay, scheint soweit alles klar zu sein. Nein. Wir sprechen mit niemandem, nur sprechen, wenn ihr gefragt werdet. Einen wunderschönen guten Abend. Ich schleppe euch mal alle hinter eurem Boss auf. Hinten auf der Treppe. Auf geht's. So, sind alle vollzählig, ja? Big D! Yo! Wurdest du in Stand gesetzt, warum du gestern, übergestern Abend in Stand gesetzt? Was gestern Abend passiert ist? Nein. Nein. Pass auf, wir hatten gestern Abend ein tolles Gespräch mit deinen Jungs. Die haben sich bei uns in der Hut ein bisschen rumgetrieben, beziehungsweise in der Nähe. Und dann, wir haben denen klar gemacht, dass das nicht geht, Alter. Wir wollen euch da nicht sehen. Und jetzt ist Fakt. Heute Mittag ist wieder einer von euren Jungs da durchgebrettert. Ja. Das war die Einladung. Das war der Grund, weswegen wir dann gesagt haben, hey, wir schieben das Gespräch heute vor. Das ist doch kein Problem. Ja. Was haben wir euch gestern Abend gesagt, was passiert, wenn ihr nochmal durch die Hut fahrt? Wenn ja schon ein paar Leute dabei gewesen sein, ihr dürft jetzt reden. Ja, war natürlich also keiner, ne? Also ihr habt vergessen, was ihr gestern Abend für eine Ansage gekriegt habt. Richtig. Ich weiß noch, was ihr gesagt habt. Ah, dann erzähl mal. Dass es dann Ärger gibt, wenn es nochmal passiert. Richtig. Macht ihr das noch einmal? Und wenn andere Leute mit roten Augen Autos fahren, ist mir das scheißegal. Das ist eure Farbe, ihr kümmert euch drum. Das ist nicht mein Problem. Das führt alles auf euch zurück. Dann unsere Lieferung morgen. Ja. Wo ist denn Clifford? Das ist scheißegal, du gehst das mit mir hier. Ich habe das auch mit Clifford verabredet. Also ja, ich habe von Clifford den Auftrag gekriegt, das jetzt in Erfahrung zu bringen. Ja, ja, er wollte mir eine Uhrzeit sagen. Also sagst du mir jetzt eine Uhrzeit. Ex. Ja. Big D sagt, du möchtest ihm eine Uhrzeit sagen, wann die Pilze morgen ankommen sind. Keine Ahnung, kommt der 20 Uhr klar? Ja, natürlich. Okay, hast eine Uhrzeit. 20 Uhr am abgemachten Ort. Genau. Weiß nicht, habt ihr schon mitgekriegt, dass die Leute über euch lachen? Ja, richtig. Habt ihr eine Ahnung, warum die über euch lachen? Ja, aber das interessiert mich auch nicht. Interessiert euch nicht? Nee. Lassen wir euch nicht ernst, interessiert dich auch nicht, ja? Nee, richtig. Ja, wer von euch ist eigentlich dieser Joker? Guck mal vor. Jo. Ich bin vorne. Danke. Ich weiß schon mal, wie du aussiehst. Ich hab gehört, du willst was von mir. Vielleicht, ja. Dann erzähl. Was soll ich erzählen? Du weißt, worum es geht. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Meinst du die Sache, dass ich deine kleinen Laufbursche ein bisschen geärgert habe hier? Hört dich das so sehr? Das Zirbs in schwarzen Klamotten mit ein paar roten Schuhen. Ihr sagt ja selber, ist ja egal, wenn einer rot trägt, wird einer rot so. Ihr müsst halt damit leben, dass sie halt eingefangen werden. Tut mir leid. Okay, dann frage ich mal in die Runde, ob ich das mitbekommen habe. Ich bin öfters an euch vorbei, auch an
Clifford war oder an dir. Wieso habt ihr dann zu dem Zeitpunkt mich nicht eingebracht? Weil ich bei dir wusste, dass du festes Mitglied bist. Und was bringt das dir einfach, die Hangouts da einzupacken? Ja, wir sind kein festes Mitglied, also warum denn einen großen Krieg anfangen, wenn man das auch umgehen kann? Mittlerweile, dass ich auch, dass die meisten hier, die ich damit hatte, da unten bei euch sind, so. Haben auch alle nochmal nachhin ein bisschen geredet, so. Finde ich echt cool. Rationsbeschaffung. Hat auch gut funktioniert. An Zivilisten, ja. Natürlich. Man sieht, dass sie mit euch rumhängen, also wenn die eingepackt und genau, fertig. Kein Problem. Ja, aber dann, warte mal, Entschuldigung, wenn ich kurz eingritsche. Aber hat Joker gerade gesagt, dass es Hänger waren, aber Bixi sagt, dass es Ziffs waren? Nee, ich gehe von dem aus, was ja dieser Typ in der Mitte erzählt. Ja, grundsätzlich habe ich alles eingepackt, was mit euch rumgestellt hat, Mann. Ich würde euch jetzt eins sagen, fahrt ihr nochmal durch unsere Hut, ist das hier nicht das einzige Treffen gewesen. Ich glaube, das habe ich eben klar gemacht. Aber das ist ja schon oft genug gesehen. Hast du mich verstanden oder was? Natürlich. Gut. Habt ihr weiterhin so einen Disrespekt gegen uns? Sehen wir uns wieder. Habt ihr das verstanden, alle? Yes, Sir. Findest du lustig oder was, du Idiot? Der macht sich lustig über uns, Alter. Boah. Au. Mir zuckt mein Finger. Ja, da musst du schon richtig zuhauen, Mann. Ey, wie dumm muss man denn sein, Junge? Ja, winke, winke, gute Nacht. Einer, noch irgendjemand, der witzig sein will. Noch ein Freiwilliger vor, den übernehme ich. Ja, lass uns Hauskampf machen, wenn du so eine große Klappe hast. Kümmert sich einer um Medic? Ja, ich rufe einen Medic. Da du jetzt hier gerade aufstehst und das wahrscheinlich auch alles mitgekriegt hast. Wir haben uns ja gestern drüber unterhalten. Das ist richtig, ja. Ich hab gesagt, ich packe euch ein, wenn ihr nochmal durch die Hut fahrt. Das ist richtig, ja. Ihr seid wieder durch die Hut gefahren. Es ist mir scheißegal, ob es irgendwelche ziviles Auto ist oder sonstiges. Es ist ein rotes Auto. Kümmert euch um eure Farben. Wenn ihr die Blatt sein wollt, wenn ihr eine Gang sein wollt, dann verhaltet euch auch so. Seht ihr irgendwelche gelben Autos, wo kein Vargos drin sitzt? Ich glaube nicht. Okay. Abschauen.
Waffen abzunehmen, habt ihr vorne auch gut gemacht. Groß und Ganzen, die ganze Aktion perfekt gelaufen, so. Deine Ansprache und was ihr da gemacht habt, fand ich gut. War okay. Punkte habt ihr abgerattert. Ryan hat am Schluss nochmal so ein kleines Statement gesetzt. Hat das Maximum rausgeholt mit dem Zusammenschlagen, fand ich gut. Mehr wäre auch too much gewesen, denke ich. Also ich persönlich bin im Großen und Ganzen mit dem ganzen Einsatz sehr zufrieden. War gut. Ihr wisst jetzt mit Sicherheit, dass da von denen... Ich denke, es wird ein Echo kommen.